Hier schon wieder los, oder? Kommst da nachts rein, sitzt da schon wieder so ein Nugget in der Toilette, Alter. Das gibt's doch nicht, oder? Er so, ich so, wir so. Ja, ist ein Deutscher oder was? Strumpfnasenaffe. Klingt nach einem Deutschen. Haben wir fast weg. Dann haben wir eine neue. Gut, sind wir jetzt soweit. Hab ich den Charlie nicht gerade runtergemacht? SS in 1811. SS in 1811. Aha. Oh, der Keimann gefällt mir besser, ehrlich gesagt. Da kann man ja nicht reinschauen, ne? Schöner Scheiß, Alter. Nee, das er schon wieder einfallen lassen hat, Alter. Das hat übrigens, als die P90 rauskam, hat Nikita gesagt, sie machen die P90-Magazine noch durchsichtig. Bruder, heute ist 17 Jahre später. Magazine immer noch nicht durchsichtig, weißt du? Hoppala. Hey, you! Quack you! Ja, der wird aber wieder DTMDR. Ah, DTMDR ist schon schön. Ach, Ulach. Oh, shit. Eine AK-2 dran. Hätte ich gern. Jetzt ein Bollerwagen. Ist echt so. Das wäre gar nicht schlecht. Was haben wir denn? 53 Kilo? Das geht ja noch. Welche Map ist das? Das ist Shoreline. Küste heißt die auf Deutsch. Okay, fuck you. Rock Passage gibt es nicht mehr, aber dafür gibt es jetzt zwei Exits, zwei neue. Einmal den Train Exit unten am Strand bei Road to Customs. Und Path to Lighthouse. Da laufen wir jetzt hin zu Path to Lighthouse. Path to Lighthouse ist so der nächste zum Resort. Ah, ihr macht euch die ganze Zeit witzig über, wie ich meinen TH ausspreche. Wie sprecht ihr denn aus? Path to Lighthouse? Dick Brasser? Digga. Nur weil euer Englischlehrer das früher anders ausgesprochen hat, kann ich euch nicht helfen. Ja, natürlich ist es so korrekt. Weg zum Lichthaus. Wir gehen jetzt Weg zum Lichthaus raus, okay, Leute? Hatte da Mule und Proppy rein? Ja, brauche ich jetzt nicht mehr. Da ist der Exit. Next Gesundheitsminister confirmed, ja Mann. Sieh mal meinen Parteikollegen anrufen, ob der mir noch einen Platz machen kann. Ha ja, 6 Kills? Wo kamen die drei eigentlich her? Und wieso hat er mich gemumbelt? Ein Mumble Main zum Nachtisch. Welche Map man als Anfänger am besten spielen sollte? Lern auf Shoreline laufen, da kann man sich am leichtesten orientieren, wie ich finde. Und dann geh auf Customs und mach da deine Quest. Was ist meine Lieblingsmap? Customs. Andere Seite läuft dann rein. Zwei.
Oh, fuck, da steht der. Ja, Digga, als ob ich nicht auf dem Kopf war, Mann. Erzähl mir doch nichts. Ob Customs auch vor der Erweiterung meine Lieblingsmap war? Vor der Erweiterung war Customs noch viel, viel geiler, Alter. War genau mein Plan. Digga, wie sieht der mich denn? Ich sehe den hier nicht. Ich komme jetzt einfach an, da scheiß die Mann, Mann. Mach jetzt schnell meinen Fuß wieder ganz und dann rush ich da rein. Digga. Okay, let's go. Wieso discardet man alles von Toten? Das macht man da deshalb, damit Scav-Spieler, die jetzt zum Beispiel reinspawnen und eine schlechte Waffe haben, die kommen dann unten ins Dorms rein und looten sich da an den Spielern die besseren Waffen und dann musst du wieder gegen die gleichen sozusagen kämpfen. Das bedeutet, das Ausrufezeichen vor dem Namen dessen, der dich gekillt hat. Wenn du draufklickst, kannst du ihn reporten. Zum Beispiel für illegalen Namen oder fürs Cheaten oder für keine Ahnung was. Also ein Tag auf eher auf Ausrüstung an oder auf den Skill. Prinzipiell geht es in jedem Spiel um Skill. Skill steht in jedem Spiel an erster Stelle. Aber ich sag mal so, du kannst halt einen gewissen Teil vom Skill kannst du halt durch Ausrüstung wieder wettmachen. Aber das gehört ja auch zum Skill. Es ist ja auch ein Skill zu wissen, was die richtige Ausrüstung ist, die du anziehen sollst. Das ist ja auch ein Skill. Auch wenn es jetzt nicht zu Aimen gehört oder so, aber das richtige, die richtigen Klamotten zu tragen, ist ein Skill. Wieso genau spawnen wir direkt nebeneinander, Alter? What is this map? What is this fucking map, dude? So. Hier oben kann man, glaube ich, was markieren. Kann das sein? Ja, hier Steps, Alter. Der Glukaking, Alter. Ain't nobody got time for that shit. Juice. Steppt irgendwer noch? Okay. Ist eine AK, die man so spielen kann, wa? Das sollte kein Problem sein. Die kann man so spielen, das ist gar kein Problem. Wäre jetzt auch absolut meine erste Wahl gewesen an
AK-Modding, was ich den Leuten so mal empfehlen würde. Aber ansonsten ist das echt super eigentlich. Immerhin hat er BS-Munition drin, wa? Er hat sich halt das zu Herzen genommen, ne? Es gibt keine schlechten Waffen, es gibt nur schlechte Munition, sagt er. Wieso jetzt die BS-Munition im Ersatzmagazin hat und nicht in dem Magazin, was er drin hat, das muss er mir nochmal genauer erklären. Aber ansonsten hat er nichts falsch gemacht. Er braucht eine Challenge, ja. Low Recoil kann jeder, ja. Laserguns spielen kann jeder, sagt er. Ja, irgendwo muss man Gewicht sparen, ja. Ja, deswegen ist das auch neue Meta. Oh, was? Hi. Hi. Das freut mich, Tami. Das freut mich. Willkommen zum wildesten Game, seitdem es Shooter gibt. Ich schrieb gerade mal auch wegwerfen, ne? Hat das scheiß Magazin wegwerfen. Das ist mit dem Meiermann auf sich, ja. Ich heiße Meier mit Nachnamen. Großes M, kleine Eier. Noch nie gehört in meinem Leben. Aufgrund dessen, dass ich mein Leben lang schon seit 32 Jahren abgrundtief gemobbt damit werde, habe ich mir gedacht, okay, mache ich einfach eine Brand draus und verdiene damit Geld. Seitdem bin ich der Eiermann. Auch wieso die keine mehr aufgesperrt, Alter? Asis. So, was ist jetzt der weiße Springer? Ist das jetzt hier oder ist das der da drüben? Stimmt, der da drüben, wa? Weil mein Glück ist halt mein Glück, wa? Wo ist dein Tiger? Ja, haben wir gesehen. Also Mobbing für Außenstehende ist schon ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Let's go! Gib mal Puls krass hoch bei wilden Fights. Ja, wen haben wir denn da noch getötet? Wie soll ich den sein Doktik nicht? Aber nee, mein Puls geht ja eigentlich nicht mehr so weit hoch. Außer bei 1 gegen 5, 1 gegen 4 oder so, wenn ich schon die ersten zwei getötet habe. Bei Taylor Swift geht mein Puls sofort hoch, Alter. Und bei Twitch Prime. Bei Twitch Prime geht mein Puls auch sofort hoch.